So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter. So, jetzt fange ich aber hier hinten mit dem aktivieren während einer Jagd dreimal die Einladung, um eine Betäubung zu ertragen. Herausforderung. Und da würde ich euch empfehlen, anstatt jetzt den alten Plan zu werfen, den neuen Plan zu werfen, denn hier seht ihr, gewährt nicht nur 107% Bonuspunkte in allen Kategorien, sondern enthüllt die Aura der Einladung in einem Umkreis von 32 Metern. Ihr braucht diesen Plan, diesen Tiramisu nicht werfen. Die Einladung spawnen auch so auf der Map, unabhängig, ob welche Opfergabe ihr wirft. Ob Tiramisu hin oder Tiramisu her. Nur mit dem Tiramisu könnt ihr, wenn ihr im Radius von 32 Metern seid, könnt ihr diese Einladung sehen. Sonst habt ihr diesen 32 Meter Radius oder Umkreis sonst in diesem Augenblick nicht. Deswegen habe ich auch eben gerade in Anführungsstrichen keine gesehen, keine gefunden, weil ich den Radius nicht hatte. Aber ihr braucht kein Tiramisu werfen. Und je nachdem, welche Tastenbelegung ihr habt für welche Aktivierung während der Jagd dreimal die Einladung, um eine Betäubung zu ertragen, müsst ihr gucken unter Option und Steuerung, nee, Eingabe, nicht Steuerung, sondern Eingabebelegung, oder welche Taste das bei euch ist. Und bei mir ist es die, da Eventfähigkeiten aktivieren ist es bei mir, ist es die R3-Taste zum Reindrücken. Beispielsweise. Deswegen werde ich mich gleich erstmal auf eine Einladung konzentrieren. Also ich hätte natürlich vorher schon ein paar Videos machen können. Aber habe gedacht, nee, ich mache erstmal so, dass ich die Gegenstände erstmal freischalte. Und dann mache ich hinten raus einfach nur diese paar Videos, die mir noch fehlen. In diesem Fall waren es jetzt nur drei Herausforderungen. Habt ihr gesehen? Weiß ich jetzt gerade. Und auf der nächsten Seite wird das wahrscheinlich genauso sein, dass ich da wahrscheinlich auch die letzten drei machen werde. Je nachdem, was das ist. Da kann es dann vielleicht sein, dass ich den auf der nächsten Seite vielleicht drei Survival-Aufgaben mache oder so. Dass wir dann einmal sozusagen den Wechsel haben zwischen, ja, praktisch Killer, Survivor. Auch wenn ich jetzt eher Killer, wie gesagt, Cheryl oder Cheryl, ich sag mal Cheryl, habe ich ja schon auf Prestige 40 abgeschlossen und jetzt will ich eigentlich Pyramid Head bis auf Prestige 40 abschließen, also jetzt noch gefühlt 11 Stufen machen, dass sie von der Prestige Stufe heraus gleich auf sind. Jetzt sieht ihr schon, jetzt kann ich es irgendwie schon sehen. Sonst hört es nämlich nur. Jetzt habt ihr unten links eine 1. Ihr könnt maximal 2 tragen. Da bin ich gerade überrascht. So, packen wir die von hin. Okay.
Also, ihr seid heute ein bisschen komisch, ne? Sie wird abgeholt. Es füllt sich die automatisch auf. Und ich kann er. Wand. Ihr seid noch da hinten. Das ist eine Einladung. Wie die ernsthaft, dass der mich getriggert hat. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt überhaupt getriggert hat.
Hat nur noch 3 Gems, ja. Die haben sich getreiert. Niemals einen Spind verstecken. Du willst nicht? Gut. Viel Spaß rein. Jetzt kann ich, glaube ich, jeden, den ich jetzt kriege, wäre tot.
Okay, jetzt hat er getriggert. Das ist nur eingetriggert. Gehabt, obwohl ich mehrfach in der Jagd war. Aktiviere während Jagd dreimal die Einladung, um eine Betäubung zu ertragen. Ja, das gucken wir mal nochmal. Weil das ist jetzt ein bisschen doof natürlich jetzt, ne? Ich kann natürlich leichter sehen. Die Einladung. Es soll während der Jagd dreimal
das machen. Da steht aber jetzt nicht, ich soll jetzt dreimal am Stück den gleichen jagen und dann aktivieren. Weil bei Vito hat er es ja nachher gemacht. Das heißt, Vito müsste ich ja denn rein rechtlich dreimal gejagt haben. Sozusagen. Ja, wenn das Video gleich zu lang wird, dann werde ich das einfach dann unterbrechen. Natürlich gibt es mir eine Pissmap, die ich hasse. Mindestens eine Einladung. Doch hier irgendwo eingehört. Das ist so eine Pissmission, ne?
Was ist so oben? Ah, okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Thank you.
Gut. So, dann gebe ich nochmal Punkte aus und dann mache ich die dritte Jagd dann offstream, also offplay. Weil ich wäre eigentlich unnötig, ein Video in die Länge ziehen. Deswegen sage ich an der Stelle danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.